Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und schwupps, bin ich schon wieder im Wald, diesmal in einem anderen. Ja, das richtige Tun heißt dieses Video. Wir wollen ja alle gerne das richtige tun. Die Frage ist nur, was ist das Richtige? Ja, was ist das Richtige? Gut, es gibt Fragen, die muss jeder für sich selber entscheiden. Gehe ich heute Abend ins Kino oder gehe ich mit jemandem schön essen oder setze ich mich vor die Flimmerkiste oder gucke ich mir ein interessantes YouTube-Video an? Ja, das sind so Sachen, die muss jeder selber wissen, aber es gibt ja natürlich auch so etwas wie Wahrheit. Ja, Wahrheit wird immer mit Meinung verwechselt heutzutage, dass die Leute sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Nein, die Wahrheit ist objektiv. Jeder mag seine eigene Meinung und sein subjektives Empfinden haben. Aber die Wahrheit ist objektiv. Entweder es ist etwas wahr, 2 und 2 ist 4, oder es ist nicht wahr, 2 und 2 ist 5. Ja, aber das ist nicht etwas, was jeder nach seinem Gefühl entscheiden kann. Ne? Ja, ich muss an Hamlet denken. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. To be or not to be? Wenn man diese Frage sinngemäß übersetzt, dann heißt es eigentlich: Ich weiß nicht, ob ich weiterleben soll oder nicht. Ja. Und das ist schon manchmal eine entscheidende Frage, nicht wahr? Shakespeare war Engländer. Er hat gesagt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ein Comedian hat mal gesagt, die Amerikaner hätten wahrscheinlich eher gefragt, sein oder nicht sein. Ja, wo ist denn da die Frage? Und ein Deutscher antwortet, sein oder nicht sein, wen soll ich denn da fragen? Ja, gute Frage, nicht wahr? Wir brauchen immer für alles einen Experten, den wir fragen können. Macht sogar diese Bundesregierung. Oh, von nichts eine Ahnung, aber wir haben ja Millionen in der Staatskasse an Steuergeldern, die wir dann für Experten ausgeben können. Und dann können wir uns beraten lassen. Und dann können die uns sagen, was wir tun sollen. Wen soll ich denn da fragen? Und Experten, das wissen wir ja alle, ne? Sind auch nicht schlauer, die zielen auch nur ins Blaue. Sein oder nicht sein. Ja, Fußballexperten, das sind die, die am Freitag sagen, wer am Samstag das Spiel gewinnt und am Montag dann wieder erklären, warum die anderen gewonnen haben. Börsenexperten sind Menschen, die uns erzählen, welche Kurse, Aktienkurse steigen, welche fallen, wie sich alles weiterentwickelt. Und dann, nach einiger Zeit, können Sie uns aber erklären, warum genau das Gegenteil eingetroffen ist. Ja, Meteorologen,
erzählen uns, wie morgen das Wetter wird, und übermorgen erzählen sie uns, warum es doch ganz anders geworden ist, nicht wahr? Meteorologen oder Klimaforscher. Ja, sie tun sich schwer, für die nächsten 3 Tage das Wetter vorherzusagen. Aber sie wollen uns erzählen, wie das Klima sich in den nächsten 10 Jahren verändert. Ja, dann kommen sie mit so einem Quatsch wie, das CO2 würde unser Klima verändern. Das kann ja jeder Laie schon durchschauen, dass das nur Unsinn ist. Ja, aber es sind Experten, das sind Wissenschaftler, das ist alles wissenschaftlich begründet und es wird alles wissenschaftlich hier genau festgelegt und belegt und alles klar. Aber dass da auch nur Geld eine Rolle spielt, darauf kommt keiner oder die wenigsten. Es gibt ja einige, die sind aufgewacht und können heute erkennen, worum es eigentlich geht. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, nicht wahr? Gilt auch für die Wissenschaft. Wenn ein Kaffeeröster eine Studie in Auftrag gibt, um herauszufinden, ob Kaffee trinken gesund ist oder ob es gesundheitsschädlich ist, dann weiß man schon vorher, welches Ergebnis dabei rauskommt. Ja, natürlich ist Kaffee das gesündeste Getränk. Wenn es aber von einer anderen Richtung in Auftrag gegeben und finanziert wird, dann fällt die Studie ganz anders aus, ne? Dann ist Kaffee plötzlich doch nicht mehr so gesund. Ja, je nachdem, wer das Geld gibt, so fallen dann die Ergebnisse der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Studien aus. Aber das hat sich heute wahrscheinlich noch nicht eben rumgesprochen. Sonst wäre die Wissenschaftsgläubigkeit nicht mehr so groß heutzutage. Irgendjemand sagte mal, der Mensch ist unheilbar religiös. Natürlich, wenn der Mensch von Gott geschaffen wurde, dann hat er auch das Bedürfnis danach, an diesen Gott zu glauben. Ja, und wenn man nicht an diesen Gott glaubt, an den Schöpfergott, dann treten halt andere Dinge in diese Lücke. Und die Menschen fangen an, andere Dinge zu glauben und andere Religionen zu entwickeln. Die ganze Klimahysterie nimmt ja auch schon religiöse Züge an. Allen voran mit ihrer Prophetin Greta Thunberg. Ja. Die geschickt gesteuert wird und wo eine Maschinerie im Hintergrund sie nach Belieben platziert und missbraucht für ihre Zwecke. Und auch die anderen Kinder werden missbraucht und instrumentalisiert, die dann die Schule schwänzen. Ich glaube da noch nicht so richtig dran, dass die Kinder die Schule schwänzen. Vor allem, es sind ja auch ganze Grundschulklassen manchmal auf diesen Veranstaltungen. Da denke ich schon, dass der Lehrer sagt, wir gehen da jetzt alle hin. Gut, ich kann es nicht beweisen, aber das liegt ja nahe, diese Annahme. Ja, Ersatzreligionen, die uns sagen, was das Richtige ist. Wir wollen das Richtige tun, aber was ist das Richtige? Wen sollen wir denn da fragen? Früher waren die Menschen noch in der Lage, selber zu entscheiden, was das Richtige ist.
Heute tun sie es zwar auch, aber da kommt ja heute nichts mehr bei raus, weil sie es gar nicht mehr gelernt haben. Sie wissen gar nicht mehr, was die richtigen Entscheidungen sind. Wie können wir das wieder lernen? Nach welchen Werten leben wir? Werte ist auch so eine schöne Sache, nicht wahr? Angela Merkel hat die CDU zu einer linken Partei gemacht mit ihrer Politik. Und da haben sich dann etliche CDU-Mitglieder zusammengeschlossen zu der Werteunion, um zu sagen, wir wollen noch nach vernünftigen Werten leben und nicht nach dem, was mittlerweile alles so vorgegeben wird. Meines Erachtens der richtige Weg, denn CDU-Wähler wollen ja auch wirklich CDU-Politik haben, nämlich konservative Politik. Aber das, was Frau Merkel draus gemacht hat, hat damit ja überhaupt nichts mehr zu tun. Sie hat aus der CDU eine zweite grüne Partei gemacht. Oder eine dritte. Oder eine vierte. Heute ist ja alles linksgrün. Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, und nun gab es diese Werteunion, die gesagt hat, wir wollen uns wieder an Werten orientieren. Und nun hat die CDU auch sehr viele Stimmen bei der Wahl zum EU-Parlament verloren. Ja, und was sagen die CDU-Funktionäre jetzt? Ja, sie sagen, Schuld hat die Werteunion, denn sie hat die jungen Wähler vergrault. Ne? Denn das, was die Werteunion vertritt, das ist ja heute auch schon rechtes Gedankengut angeblich. Angeblich. Aber was sind jetzt die guten Werte, nach denen wir leben sollten, nach denen wir unsere Entscheidungen treffen sollten? Wir haben ja alle einen Verstand mitbekommen, ne? Das heißt ja auch nicht umsonst, der Verstand ist gerecht verteilt worden. Ja, jeder glaubt, er hat genug abbekommen. Aber wie Frau Birkenbiel schon immer gesagt hat, man muss unterscheiden zwischen Hirnbesitzern und Hirnbenutzern. Ein Hirn hat jeder, aber wer benutzt es? Selbstständiges Denken ist uns ja aberzogen worden, ne? Früher waren Männer oder war es eine männliche Eigenschaft, Entscheidungen zu treffen. Aber wo haben wir das heute noch? Und Frauen, das hat ja schon seinen Grund, dass Frau von der Leyen Millionen und Abermillionen für Berater ausgibt, weil sie selber nicht in der Lage ist, etwas zu entscheiden oder etwas zu wissen oder wie auch immer. Ich will daraus nicht auf alle Frauen jetzt ableiten. Ja, das kann man nicht verallgemeinern. Aber früher war es so, der Mann hat die Entscheidung getroffen, durchaus im Sinne der Frau, durchaus im Sinne der Familie. Und die Frau hat ihrem Mann vertraut. Aber das geht ja heute auch nicht mehr, nicht wahr? Die Männer sind ja genauso wenig noch in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ja. Ah, schade, die Pferde sind ziemlich weit weg heute. Ja, deswegen sagen ja die Frauen heute, ja, wir Frauen sind die besseren Männer.
Das hat nur zwei Probleme. Erstens stimmt das nicht. Und zweitens, welcher Mann will schon einen besseren Mann an seiner Seite haben? Männer wollen doch eine Frau an ihrer Seite haben. Deswegen sind heute auch Männer nicht mehr so aufgeschlossen dafür, langfristige Beziehungen einzugehen. Auf dem Kanal von Annabel Schunke, einer sehr attraktiven Frau um die 30, ja, diese Frau beklagt, dass es keine Männer mehr gibt, die ernsthafte und langfristige Beziehungen eingehen wollen. Ja, oh, sie suchen alle nur noch was Oberflächliches. Ja, auch das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass wir in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Wir wollen das Richtige tun, aber was ist das Richtige? Ich meine, es wird immer so viel über Religionen gesprochen und auf Religionen geschimpft. Aber wenigstens gibt es da vernünftige Werte, nach denen man leben kann. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, miteinander statt gegeneinander, Vergebung, Geduld miteinander, Toleranz. Das, was die Kirchen und die anderen Religionsführer daraus gemacht haben, das ist natürlich etwas ganz anderes. Ich kann jetzt auch nur für die Bibel sprechen. In der Bibel stehen so viele gute und wertvolle Dinge drin. Schade, dass man da heute nicht mehr drauf hört. Selbst die Kirchen haben ja Probleme, die Bibel und ihre Werte umzusetzen. Man hört ja kaum noch was von Jesus Christus in den Kirchen. Ja, man hört dafür viel mehr von Trump, von Pegida, von irgendwelchem politischen Zeug, aber wo ist Jesus Christus? Ja, und letztendlich sind die Werte eine Frage der Einstellung und nicht unbedingt eines Katalogs, den man abarbeiten muss. Das darf ich tun, das darf ich nicht tun, sondern wenn ich nach guten Werten lebe, dann brauche ich auch gar keinen Katalog mehr. Dann weiß ich, was richtig ist und was falsch ist. Und demnach ist auch die christliche Religion, wenn sie auf die Bibel gegründet ist, eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Gut, dieses Wort kommt in der Bibel nicht vor, aber dafür kommt ein anderes Wort vor. Das heißt Heiligung. Und das ist eine Sache, die der Mensch nicht selber tun kann, sondern der Geist Gottes hat die Aufgabe, die Menschen zu heiligen. Das klingt jetzt alles ziemlich altbacken. Ja, aber wenn man das alles richtig verstanden hat, dann ist das vielleicht die Lösung. Danke. Ja, vielleicht ist das auch die einzige Lösung, dass man sich wieder an den biblischen Werten orientiert und nicht an dem, was die Gesellschaft vorgibt. Ne? Ja, wir müssen Geld scheffeln, ne? Wir müssen Macht aufbauen. Ja, das müssen wir alles gar nicht, denn das macht uns nicht glücklich. Und stellt uns nicht zufrieden. Jesus hat gesagt,
Das Wichtigste ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat gesagt, so wie du von deinen Mitmenschen behandelt werden willst, so behandle sie auch. Ja, wenn wir uns daran allein halten würden, dann würde es uns wesentlich besser gehen. Dann hätten wir viele Probleme weniger, unter denen wir jetzt leiden und mit denen wir jetzt zu tun haben. Es gibt natürlich noch viel mehr, was die biblische Botschaft hergibt, aber da habe ich schon Videos drüber gemacht. Das schaut euch gerne an, ich verlinke es euch nochmal über den Sinn des Lebens. Warum gibt es das Böse? Warum bin ich überhaupt da? Ja, oder ich meine, diese Fragen kannst du dir natürlich auch stellen. Und wenn du an die Evolution glaubst, ist ja auch nur Glaubenssache, ist auch nicht bewiesen. Ja, dann wirst du wahrscheinlich andere Antworten finden. Aber wie gesagt, schau dir gerne meine anderen Videos zu dem Thema an. Ja, wir leben in einer sehr merkwürdigen Zeit. Und gerade was die Politik angeht oder die gesellschaftlichen Entwicklungen, wer aufgewacht ist und wer noch ein bisschen irgendwie Restverstand hat, dem fällt das auch auf, der sagt, was ist hier eigentlich los? Ja, während die Schlafschafe, die bejubeln alles, die tun das, was von ihnen erwartet und verlangt wird. Die machen ihr Kreuz bei der Wahl ganz weit links und hoffen, dass dann alles gut wird, weil sie ja meinen, das Richtige getan zu haben. Und die Konservativen, die gehen gar nicht mehr zur Wahl und meinen auch, dass sie das Richtige tun. Aber im Endeffekt, in der Summe, werden wir sehen, wer denn nun die richtige Wahl getroffen hat. Wahrscheinlich liegen sie beide daneben. Ja, wir müssen in unserer Gesellschaft was tun. Passivität, anderen immer nur zuschauen und immer nur abnicken in die eine oder andere Richtung. Das war gestern und das hat nichts gebracht. Ja, ich versuche ja mit meinen Videos vielleicht mal ein bisschen was zu erreichen. Aber es ist schwierig. Und man muss auch sagen, dass der, ja, Markt, will man so sagen, auch seine eigenen Gesetze hat hier. Selbst die großen, in Anführungsstriche, Kanäle, selbst die haben nur ein paar 10.000 Abonnenten und vielleicht mal so 15.000 Klicks bei 80 Millionen Deutschen. Ist das recht wenig, nicht wahr? Die Masse sind halt Schlafschafe. Und gerade Deutschland ist ein sehr hartes Pflaster, wenn es darum geht, Menschen aufrütteln zu wollen. Ja, aber vielleicht kannst du ja in deinem Umfeld Menschen ansprechen, kannst versuchen, sie zum Nachdenken zu bewegen. Ich weiß, dass es schwer ist. Ja. Die meisten Leute wollen davon gar nichts wissen. Politik und Glauben, also Religion, das ist alles Privatsache heutzutage. Und wenn du nicht gerade die Mainstream-Meinung vertrittst, ja, dann musst du auch damit rechnen, dass du Probleme bekommst. Ja, trotzdem heißt es kämpfen,
jeden einzelnen Mitmenschen am Kragen packen und ihm sagen, wach auf, so kann das nicht weitergehen. Und wenn genug Menschen aufgewacht sind, ja, das ist vielleicht utopisch gedacht, aber dann können wir auch was in der Gesellschaft verändern. Tue das Richtige. Alles Liebe, alles Gute, dein Alex. PS, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es auf sozialen Netzwerken, dann gib es weiter, dann empfehle es weiter. Lass ein Abo da, ein Like, einen guten Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Alex.